seiner Befreiung stattete der Duce dem Führer sofort einen mehrtägigen Besuch ab. Der Duce begrüßt seinen Sohn Vittorio. Der Reichsminister des Auswärtigen von Ribbentrop beglückwünscht den Duce zu seiner Befreiung. Der Duce und der Reichsmarschall. Nach mehrtägigem Aufenthalt im Führerhauptquartier tritt der Duce die Rückreise an. In einer Ansprache an das italienische Volk rief Mussolini seine treuen Anhänger auf, wieder zu den Waffen zu greifen und an der Seite Deutschlands, Japans und der anderen Verbündeten weiterzukämpfen bis zum Endsieg.